Discount-Artikel, Kaffee und Autos. Damit kann man in Deutschland richtig reich werden. Das zeigt die Liste der reichsten Deutschen, exklusiv vorgelegt von Welt am Sonntag. Demnach hat die Corona-Krise viele der Milliardäre sogar noch reicher gemacht. Auf Platz 1 Dieter Schwarz, Gründer der Lebensmittelketten Lidl und Kaufland. Sein geschätztes Vermögen 41,8 Milliarden Euro. Auf Platz 2 folgt Familie Reimann, die ihren Reichtum einem Chemieunternehmen verdankt und heute unter anderem in Jakobs Kaffee investiert ist. Auf Platz 3 Familie Wolfgang Porsche, Miteigentümer des Volkswagen-Konzerns. Auch danach folgt mit Susanne Klatten eine Autobauererbin. Auf den Plätzen 5 und 6 dann die SAP-Milliardäre Dietmar Hopp und Hasso Plattner. Dahinter folgen unter anderem zwei Aldi-Erben und ein weiterer BMW-Erbe.